Ja. Ich glaube, wir brauchen Redstone. Es ist ja Wahnsinn, wir hatten echt gar nichts davon. Aber die nehmen wir uns dafür mal mit. Na, dann geht es jetzt ans stumpfe Entlanggraben. Weil ich will jetzt hier nochmal eine Höhle suchen dafür. Das Geheimnis ist nämlich irgendwann einfach genug von allem standardmäßig da zu haben, dass wir dann noch irgendwie sinnvoll einlagern müssen, später mal. Aber jetzt reicht unser Redstone nicht mal mehr. Obwohl doch, zumindest für das Grundanzahl an Repeatern reicht's noch. Brauchen wir jetzt nur noch 16 Stück. Das geht noch gerade noch. So, dann brauchen wir nämlich 48. Gibt das schon 32? Ja, perfekt. So. Na, jetzt ist natürlich das Tolle, dass man hier von Hand alles abzählen muss. So. Jetzt kommt jetzt einfach mal in die Kiste hier vorne. Toll. Genau in die einzige Kiste, wo schon irgendwas drin ist, wollte ich es reinlegen. Bin Weltklasse. Und jetzt holen wir uns noch ein bisschen Stein. Machen uns 16 Spitzhacken und. Ja. Dann mal fröhliches Graben. Das tut mir schon irgendwie ein Stück weit leid. Dass ich das jetzt machen muss. Oder machen werde. Aber ich denke, ihr habt da schon auch irgendwie ein gewisses Grundverständnis. Ist das? Ne, das war nicht der Gang. Jetzt haben wir nur ein anderes Problem. Jetzt muss ich erstmal das finden, wo ich runter muss. Was das Loch hier? Ja, das war's. Könnte man ja auch mal mit Treppen versehen, ne? Ich muss sagen, dieser Gang ist schon sehr lang. Warum auch immer. Und extrem gut ausgeleuchtet. Okay, warum sind da hinten so extrem viele Steine noch? Ah, hier ist schon das erste. Na, egal. Prinzipiell auch egal. Wir wollen ja nur das Redstone haben. Ich finde, für Redstone sollte es schon mal erlaubt sein, einen alten. Habe ich mal Gold übersehen? Sag mal, habe ich hier überhaupt Erze mitgenommen? Außer die, die unmittelbar im Weg standen. Sieht nämlich gerade irgendwie nicht so aus. Hier ist noch Eisen.
sonst klopfe ich doch auch alles aus der Wand. Und ja, wir haben echt ein unbeschreibliches Glück. Da vorne sind wirklich noch Erze, die ich mit einer Steinspitzhacke nicht abbauen konnte. Und die können wir jetzt uns doch abholen, das ist toll. Weiß ich nicht, vielleicht kann ich diesen Gang hier auch später mal zu irgendwas gebrauchen. Was weiß ich, eine Bahnstrecke nach irgendwo hin, aber ich wüsste nichts Sinnvolles an Verwendung dafür. Was irgendwie cooler wäre, wäre so ein Wasserkanal. Wo er da mit Booten lang fährt, so. Weil für eine Bahnstrecke ist mir das irgendwie zu weit unten, da müsste ich viel zu lange laufen, um inzwischen halten, hochzugehen. Oh, hier ist viel Redstone. Hat sich schon mal gelohnt, hier runter zu gehen. Ich denke mal, wenn wir einfach hier mal das, was schon da ist, mitnehmen, so wie das aktuell aussieht, haben wir am Ende sogar mehr als durch den Höhlentrip von den letzten Folgen. Das wäre natürlich schon zum einen etwas interessant, zum anderen auch irgendwie, ja, auch ein bisschen uncool. Denn wofür soll man sich dann sonst überhaupt noch die Mühe machen, eine Höhle zu erforschen, wenn man so viel mehr Sachen bekommt, ne? Naja. Ich hoffe mal, eine Eisenspitzhacke reicht. Aber ich denke mal. So, hier drüben war auch nochmal Redstone. Das nehmen wir natürlich auch mit. Das ist auch welcher. Ich muss sagen, das ist sehr effektiv, so zu arbeiten. Irgendwann vorher hat der Gili mal Cobblestone benötigt. Hat Redstone und alles Mögliche liegen gelassen. Jetzt braucht er Redstone. Und kann auf den Gang von dem letzten Mal zurückgreifen. Oh. Das ist jetzt ungünstig. Gut, die Lava wird jetzt ja erstmal nicht weggehen, so wie ich Lava kenne. Ah, doch. Sie geht sogar weg. Gut, dass Lava in Minecraft so ein Brot! Alter! Was ein Glück! Steve. Hier ist irgendwie sehr viel Lava. Ich glaube, unter dem hier ist auch keine Lava. Genau, an dem Eisen hier dürfte jetzt wieder... Doch nicht? Ja, das war klar, dass hier welche war. Gut, jetzt haben wir zwar keinen Cobblestone mehr, aber dafür
fucking creep. Und warum habe ich da vorne die Diamanten nicht mitgenommen? Ja, gut. Nehmen wir einfach mal mit das Zeug. Auch schön, dass es einer war. Toll. Wieder wunderschön so. Danach baue ich hier auch wieder zu, dass zumindest der Creeper oder dass halt hier keine Monster in meinen Gang laufen. Aber cool, dass wir Redstone auf diese, dass wir auch zumindest einen Diamanten bekommen auf diese Art und Weise. Das ist echt abnormal, wie extrem viele Fackeln hier verbaut sind in diesem Gang. Ich habe sogar eine Workbench, okay, auch cool. Ich wusste gar nicht, was hier alles für Geraffel teilweise rumsteht. Alles sehr interessant. Und auch gut, alles, was hier in der Eisenspitzhacke gebraucht hätte, um abgebaut zu werden, ist einfach noch da. Ein sehr eindeutiges Indiz für extreme Faulheit. Und was auch interessant ist, dass Redstone hier extrem lange zum Abbauen beansprucht. Das ist auch nicht mehr so. So. Ganz viel Gold. Wäre es eigentlich sinnvoller, eine Goldspitzhacke zu craften, weil ihr dort eh schneller abbaut als Eisen? Nur um auf einen Redstone einzuklopfen? Ich könnte das mir sogar vorstellen. Ich meine, man kann zwar mit einer Goldspitzhacke kein Redstone abbauen, aber dafür kann man ja noch auf die Eisenspitzhacke switchen am Ende. Geht ja. So, dann wollen wir mal den Redstone mitnehmen. Zur SimCity-Musik. Haben wir das nicht gerade eben abgebaut? Ich dachte, den hätten wir schon. Hä? Oh. Ich dachte, da wäre noch ein Loch. Vorhin sind wieder Gold. So. Das Redstone ist schon toll, ne? Dauert Ewigkeiten zum Abbauen, bringt eigentlich nicht so extrem viel, aber ja. Wenn man es braucht, hat man es zu wenig. Das ist, glaube ich, immer so.